Die Geschichte der Chipkarte prägten zwei deutsche Erfinder. Die beiden Ingenieure Jürgen Detloff und Helmut Gröttrop. Sie hatten im Jahre 1968 die Idee von einer kleinen zuverlässigen elektronischen Karte. Diese Karte nannten sie den Identifizierungsschalter. 1975 entwickelte der Italiener Roland Moreno diese Karte weiter. Um ihren Schutz zu erhöhen, vergab er ihr eine persönliche Identifikationsnummer, kurz PIN. Der Aufbau der Chipkarte, wie wir sie heutzutage kennen, besteht aus drei Elementen. Der wichtigste Bestandteil ist der integrierte Schaltkreis. Dieser bestimmt die Fähigkeiten und Anwendungsgebiete der Karte. Auf dem Schaltkreis befindet sich der von außen nicht sichtbare Chip, welcher für das Verarbeiten und Verwalten der Daten zuständig ist. Geschützt wird der Chip vom Chipkartenmodul. Dieses Modul mit den typischen Goldkontakten stellt die Verbindung zur Außenwelt her. Heutzutage wird die Chipkarte in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Egal ob beim Einkaufen, beim Arztbesuch, beim Zugang zu speziell gesicherten Gebäuden oder beim Geldabheben am Automaten. Der Ablauf ist immer der gleiche. Der Datenaustausch beginnt zwischen der Chipkarte und dem Kartenterminal. Falls eine PIN-Abfrage notwendig ist, muss die PIN im Kartenterminal eingegeben werden. Bei korrekter Eingabe erfolgt eine positive Rückmeldung.